Sie wollen wissen, was Entlastung des Vorstands bedeutet und welche Folgen die Entlastung oder auch Nichtentlastung für den AG-Vorstand haben? Dann bleiben Sie dran. Hallo, ich bin Ronny Jenig und arbeite als Fachanwalt für Gesellschaftsrecht bei Rose & Partner. Mit einem großen Team von Rechtsanwälten und Steuerberatern beraten wir Unternehmen und Manager in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, einschließlich des Aktienrechts. Einfach gesprochen bedeutet Entlastung des Vorstandes, dass sich die Hauptversammlung mit der Geschäftsleitung des Vorstandes im vergangenen Geschäftsjahr im Großen oder Ganzen einverstanden erklärt. Anders als bei der Entlastung des GmbH-Geschäftsführers verzichtet die AG durch die Entlastung also gerade nicht auf Schadensersatzansprüche. Aktuelles Beispiel ist hier der ehemalige Vorstandsvorsitzende von VW. Obwohl ihm Entlastung erteilt wurde, hat VW im Zusammenhang mit dem Dieselskandal Schadensansprüche gegen ihn geltend gemacht. Sie sehen, die Entlastung des Vorstandes hat vor allem symbolische Bedeutung. Erteilt wird die Entlastung einzig und allein von der Hauptversammlung. Das heißt, weder der Aufsichtsrat noch einzelne Vorstandsmitglieder können den Vorstand Entlastung erteilen. Die Hauptversammlung selbst entscheidet durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss, das heißt mit der Mehrheit der Stimmen. Bedeutsam ist, dass Vorstandsmitglieder, die selbst Aktionäre sind, bei der Beschlussfassung der Hauptversammlung einem Stimmverbot unterliegen. Hierzu ein einfaches Beispiel. Angenommen, es gibt 100 Stimmen, 40 davon gehören dem Vorstand. Für die Entlastung des Vorstands bedarf es somit mindestens 31 Stimmen. Seltsam mag es erscheinen, dass der Vorstand in der Praxis den Aktionären auch hinsichtlich der eigenen Entlastung mit der Einladung zur Hauptversammlung einen Beschlussvorschlag unterbreiten muss. In der Einladung heißt es dann meist, Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr XY Entlastung zu erteilen. Das sieht das Gesetz so vor. In der Unternehmenspraxis erfolgt meistens eine sogenannte Gesamtentlastung. Das heißt, die Entlastung erfolgt in einem Block für den gesamten Vorstand. Zulässig ist aber auch eine sogenannte Einzelentlastung. Das heißt, bei dieser Entlastung wird ein oder mehrere Vorstandsmitglieder einzeln entlastet. Die Entscheidung, ob eine Gesamtentlastung oder eine Einzelentlastung erfolgt, liegt grundsätzlich beim Versammlungsleiter, was zumeist der Aufsichtsratsvorsitzende ist. Aber Achtung, der Aufsichtsratsvorsitzende muss einzeln über die Entlastung abstimmen lassen, wenn es die Hauptversammlungsmehrheit oder eine bloße Aktionärsminderheit, 10% genügen hier, es fordern. Den Minderheitsaktionären kommt hierdurch eine gewisse Macht zu. Warum, sehen wir gleich. In den von uns organisierten Hauptversammlungen wird insbesondere in zwei Fällen auf eine Einzelentlastung ausgewichen. Erstens, wenn Pflichtverletzungen einzelner Vorstandsmitglieder im Raum stehen. Zweitens, wenn Stimmverbote einzelner Vorstandsmitglieder eine Gesamtentlastung verhindern. Bei einer Gesamtentlastung können sie nicht mitstimmen, bei der Einzelentlastung aber sehr wohl. Auf diese Weise können sich mehrere Vorstandsmitglieder sogar gegenseitig entlasten im Einzelfall. Kommen wir nun zu der spannenden Frage, was die Folgen der Nichtentlastung sind. Eingangs habe ich bereits dargestellt, dass die Entlastung vor allem symbolische Bedeutung hat. Was ist aber, wenn die Hauptversammlung die Entlastung verweigert? Nun, dies hat zunächst ebenfalls keine unmittelbaren Folgen für den betroffenen Vorstand. Allerdings kann in der Nichtentlastung ein Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung liegen. Dieser wiederum kann nach dem Aktiengesetz Anlass für die Abberufung eines Vorstandsmitglieds sein. An dieser Stelle sehen Sie, die Entlastungsfrage hat doch eine gravierende Bedeutung für den Vorstand. Das war unser Überblick zur Entlastung des Vorstandes. Liken, kommentieren Sie gerne dieses Video. Abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie mehr zum Unternehmensrecht und Aktienrecht erfahren wollen. Machen Sie es gut und behalten Sie Recht.